Stadion steht eine Linde. Die hat manches schon erlebt. Trotz dem Regen und dem Winde. Egal wie stark die Erde bebt. Nur für unseren Fußball leben wir. Die Fans sind unser Lebenselixier. Schuss und Sieg sind unser Ziel. Von Niederlage halten wir nicht viel. Wir werden stets die Sieger sein. Die SVW kriegt keiner klein. Was soll doch mal ein Spiel verloren gehen? Gegner mal eins dran, verlieren wir nie den Mut, verlieren wir nie den Mut, denn wir stehen immer wieder auf, denn unsere Fans sind einfach gut, wir werden stets die Sieger sein, die SVW kriegt keiner klein, es soll doch mal ein Spiel verloren gehen. SVE-Fans, hallo an die Bildschirme, an die Handys, wo ihr gerade die neue Folge TV11 Nachschuss schaut. Der Nachschuss zum Saarland-Pokalfinale, in dem unsere Elf am Samstag gegen den FC Homburg angetreten ist. Und es war ein Krimi über 120 Minuten und noch länger, weil es ging ja noch ins Elfmeterschießen. Ja, wir sind fast schon sprachlos, Spieler und Trainer waren das aber nicht. Die haben wir nämlich nach der Partie, nach dem erfolgreichen Pokalfinale und dem Einzug in den DFB-Pokal noch vor die Kamera gekriegt. Viel Spaß mit der neuen Folge TV11 Nachschuss. Vor mir steht jetzt der Saarland-Pokal-Siegertrainer. Ich darf ganz herzlich gratulieren zum Titel. Es war heute die 12. Saarland-Pokal-Finalteilnahme für die SVE, der 5. Sieg und du durftest es miterleben. Wie fühlt es sich an? Ja, es war spannend, nervenaufreibend mit dem Spielverlauf, der sein Übriges dazu getan hat. War es dann so, dass ich sage, ich bin einfach überglücklich, dass wir die Quali für den DFB-Pokal geschafft haben, dass wir St. Pauli als Gegner haben. Da bin ich sehr froh drüber. Und wie das zustande gekommen ist, das machen wir dann später, weil damit bin ich nicht ganz einverstanden, können wir besser. Und ja, aber ich bin glücklich, dass wir es geschafft haben. Es waren jetzt drei sehr intensive Pokalspiele in einer Woche. Du hast vor dem Spiel gesagt, du würdest am Ende gerne einen Trainer sehen, der wirklich mit den 90, man muss es heute sagen, 130 Minuten auch komplett zufrieden ist. Bist du das heute? Nein, ich finde immer was und meistens, selbst wenn wir richtig gut spielen, werde ich wahrscheinlich irgendwas finden, wo ich denke, da können wir besser werden. Heute war das noch nicht gut genug, gerade erste Halbzeit haben wir zu wenig Aktivität gehabt, zu wenig Pfeffer. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit besser, dann haben wir auch verdient die Führung gemacht. Dann hatte ich die Hoffnung, dass wir das auch bis zur 93. schaffen. Ja, dann kam das Gegentor. Und wir mussten weiterkämpfen und für die Mannschaft ist es ganz gut zu erkennen, dass sie 120 Minuten gehen kann, auch wenn es Krämpfe gab zwischenzeitlich. Aber das ist eine Wahnsinns-Konditionseinheit heute gewesen. Da
glaube ich, da können die Jungs darauf vertrauen, dass sie einfach marschieren können und eben auch 120 Minuten schaffen. Letztes Jahr war es knapp, heute habt ihr euch belohnt. Schließt sich da so ein kleiner Kreis? Ja, wie gesagt, es hätte auch anders ausgehen können. Frank hat das super gemacht, super Elfmeter gehalten, das Ding, was er an Pfosten lenkt, Bernd stark gemacht und sie dann mit teilweise Krämpfen dann eben noch den letzten Elfer versenkt. Das ist toll, das ist schön zu sehen. Ob sich ein Kreis schließt, weiß ich nicht ganz genau, es ist einfach nur schön. Wenn man vor dem Spiel in die sozialen Kanäle geguckt hat, da hat man Fans gesehen, die teilweise Urlaub gemacht haben, das SVE-Trikot getragen haben. Es war schön mit anzusehen. Einer hat geschrieben, er hofft, dass dieser Spirit, den die Leute jetzt von daheim, von den Bildschirmen mitverfolgen, auch auf die Mannschaft überspringt. Hat das heute scheinbar geklappt? Ja, also mit der zweiten Halbzeit und danach kann man einverstanden sein, kann man das Gefühl bekommen oder ich kann das Gefühl bekommen, dass ein Spirit rübergekommen ist. Ich bin sehr froh, dass so viele Fans uns da unterstützen und mitfiebern. Das ist toll und ich genieße das hier zu sein und dafür mitverantwortlich zu sein, dass die Mannschaft da den DFB-Pokal erreicht hat. Du hast in deiner Karriere als Spieler, als Trainer schon viel erlebt. Jetzt darfst du dich im Vorfeld auf den DFB-Pokal gegen St. Pauli freuen. Kleiner Ausblick darauf. Ja, wir werden sehen. Also bis dahin sind noch ein paar Tage, da haben wir den Ligastart auch noch dazwischen. Ich bin so gepolt, dass ich relativ klar den nächsten Tag wähle und den übernächsten vielleicht und nicht so ganz weit in die Ferne gucke. Deshalb steht jetzt der Ligastart für mich im Vordergrund und dann bereiten wir uns irgendwann auf St. Pauli vor. Aber erstmal spielen wir dann Gießen und Ulm, glaube ich, soweit ich das im Kopf habe. Und darauf freuen wir uns auch, dass wir in der Liga wieder gut sein dürfen. Und dann haben wir ein bisschen was mitgenommen aus dem Spiel heute und sind noch besser als heute. Vor dem Pokalspiel heute hat sich ja auch im Kader noch ein bisschen was verändert. Sind nochmal zwei neue Spieler für dich dazugekommen. Vielleicht ein, zwei Worte dazu. Ja, ich freue mich sehr, dass beide sich der SV Elversberg angeschlossen haben. Sie sind gut. Ja, Maurice hat auf der linken Seite gespielt in Homburg. Da konnten wir uns auch von überzeugen, dass er gut ist. Nico kennt man eben auch aus der dritten Liga und wird auch nochmal für Qualität vorne sorgen. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass der Kader qualitativ einfach noch besser geworden ist, dass wir immer wieder sagen können, wir haben richtig gute Jungs auf der Bank, die das Spiel nochmal verändern können, die uns letztendlich auch einen Mannschaftserfolg bringen, der uns gut tut. Und das steht im Vordergrund, dass die Mannschaft einfach klar weiß, es sind alle Spieler nötig, um den Mannschaftserfolg zu feiern, den wir gerne haben wollen. Horst, es war, glaube ich, heute alles dabei, was man sich von einem Finale erhofft. Glückwunsch nochmal zur Leistung am Ende mit dem besseren Ende für deine Mannschaft. Glückwunsch zum Saarland-Pokalsieg. Vielen Dank. Dankeschön. Er kam, sah und köpfte die SVE zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den FC Homburg und darf am Ende mit seiner Mannschaft den Saarland-Pokalsieg feiern. Herzlich willkommen, Patrick Tragon, zum Interview nach dem Spiel. Ja, ich habe es schon angesprochen, du hast mit deinem Kopfball so ein bisschen die Wende, würde ich sagen, zwischendurch eingeleitet. Wie geht es dir nach diesem Spiel? Ich bin fertig, muss ich sagen. Also 120 Minuten sind schon echt lange. Und ich bin am Ende einfach froh, dass wir das Ding hier gewonnen haben. Ob es jetzt im Elfmeterschießen ist in der regulären Spielzeit oder was weiß ich wann. Ich bin einfach froh, dass wir gewonnen haben, auch wenn wir die erste Halbzeit gerade nicht so ein gutes Spiel gemacht haben. Die zweite Halbzeit dann besser wurde, aber auch nicht so, wie wir uns vorstellen. Und ja, in der Nachspielzeit war halt auch echt nur noch Kampf und jeder läuft dem anderen hinterher. Ich bin einfach froh, dass wir gerade gewonnen haben. Hast du nach deinem Treffer auch so das Gefühl gehabt, dass so ein gewisser neuer Ruck durch die Mannschaft ging? Und so diese Mentalität, ja, wir wollen das Ding jetzt nach Hause fahren? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, dass wir gerade nach meinem Tor echt gut wieder im Spiel drin waren. Und wir dann auch so ein bisschen kamen und dann auch das Tor von Schnelli dann kam und das uns dann nochmal einen Push gegeben hat. Und wir eigentlich gut im Spiel drin waren und dann so unnötig halt das 2:2 bekommen haben. Aber naja, haben wir das Ding gewonnen, ne? Ihr habt ja scheinbar nicht nur neben dem Platz, sondern auch auf dem Platz viel Spaß miteinander. Neue Spieler sind dazugekommen. Heute habt ihr euch dafür schon belohnt. Wie blickst du insgesamt so im Moment auf die Mannschaft, auf den Verein? Ich glaube, wir haben einfach letztes Jahr schon eine geile Truppe gehabt. Dieses Jahr haben wir einfach dran nahtlos weitergemacht. Und die dazugekommen sind auch alles coole Typen. Wir haben die natürlich schnell aufgenommen und ist genauso eine geile Truppe wie letztes Jahr auch jetzt schon am Anfang der Saison. Heute darf natürlich erstmal ein bisschen gefeiert werden, dennoch geht der Blick ja auch schon wieder voraus. Die Saison steht bald an und dann natürlich auch die DFB-Pokalteilnahme gegen St. Pauli. Die anderen haben schon gesagt, ja, ein geiler Verein, ein geiles Los. Unterschreibst du das? Ja, auf jeden Fall.
Ich denke aber, dass wir bis dahin noch mal ein bisschen zulegen müssen. Gerade spielerisch war das heute nicht das, wie wir uns das vorstellen, aber es sind ja noch anderthalb Wochen, glaube ich, und in denen werden wir gut arbeiten. Und ja. Vielen Dank fürs Kommen und feier noch ein bisschen, gell? Danke. Mach ich. Wow, Frankie, was ein Nachmittag. Saarland-Pokalfinale, die SVE setzt sich am Ende im Elfmeterschießen mit 7:6 durch. Du dabei einen großen Anteil geleistet, 3 Elfmeter gehalten. Was geht gerade in dir vor? Ja, zunächst einmal muss ich sagen, es war ein harter Kampf über 120 Minuten und sehr nervenaufreibend. Ich meine, wir haben eigentlich fast bis zur letzten Sekunde 2-1 geführt und müssen das Ding eigentlich nach 90 Minuten entscheiden. Fressen dann noch das 2-2, was natürlich dann erstmal wehtut und ein Nackenschlag ist. Aber die Jungs haben alles gegeben, sind mit Krämpfen zum Schluss am Boden gelegen. Wir haben uns am Anfang des Spiels das Leben selber schwer gemacht. Viele einfache Fehler, sind nicht richtig ins Spiel gekommen. So fair muss man sein, da hat es Homburg dann besser gemacht, beziehungsweise wir haben Homburg dann eingeladen, viele Konter zu fahren. Da haben wir ein bisschen gewackelt. Der Trainer hat dann in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden und in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch ein anderes Gesicht gezeigt. Nur ja, die Verlängerung und das Elfmeterschießen hätte nicht auch noch Nerven kosten müssen, weil wir hätten es 2-1 nach 90 gewinnen können, müssen vielleicht sogar, das Gegentor dürfen wir da nicht mehr kriegen, aber so war es jetzt, dementsprechend hat es 4 Körner gekostet, aber wir sind jetzt einfach nur froh, das Spiel gewonnen zu haben und ja, freuen uns auf die erste Runde im DFB-Pokal. Die Verlängerung, warum? Da gehst du zur Mannschaft und sagst, Jungs, eigentlich ist es ganz einfach, ihr macht die Dinger, ich halte die Dinger, genau das ist aufgegangen, oder? Naja, das habe ich vor dem Elfmeterschießen zu den Jungs gesagt. In der Verlängerung ist halt immer so, da weißt du genau, du musst defensiv extrem gut stehen, weil, wie eben schon angesprochen, das Spiel hat davor schon extrem viel Körner gekostet und solltest du in der Verlängerung in den Rückstand geraten. Klar kann man es dann immer noch drehen, aber es wäre verdammt schwer geworden, weil, wie gesagt, einige mit den Kräften dann am Limit waren. Und vor dem Elfmeterschießen habe ich genau das gesagt, ihr haut die Dinger rein, ich halte sie und dann holen wir uns den Pokal. Und Gott sei Dank hat unser Plan dann funktioniert. Jetzt heißt es nicht nur Saarland-Pokalsieger, sondern auch erste DFB-Pokal-Hauptrunde gegen St. Pauli. Ein attraktiver Gegner, oder? Absolut. St. Pauli ist ein tolles Los. Schöner wäre es natürlich noch, wenn es Fans erlaubt wären. Weil ich glaube, St. Pauli hat auch einige Fans, die dann Stimmung machen. In der Hinsicht glaube ich aber nicht, dass bis dahin das schon erlaubt ist. Aber nichtsdestotrotz ein attraktives Los. Wir freuen uns extrem auf St. Pauli. Und so viel kann ich schon sagen. St. Pauli wollen wir das Leben auch schwer machen hier. Macht das, geile Partie. Nochmal herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Danke. Ja, Sinan, auf deinem T-Shirt steht, Saarland-Pokalsieger ist die SVE geworden in diesem Moment. Wie geht's dir gerade? Ich bin glücklich, ich bin müde, aber hauptsächlich glücklich. Also wirklich sehr, sehr glücklich. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit, du hast es angesprochen. Am Ende war die Kraft wahrscheinlich auch irgendwann mal am Ende. Dennoch habt ihr euch im Elfmeterschießen durchgesetzt, die Dinger noch reingehauen. Frank hat die Dinger noch gehalten. Wie viel Arbeit war das heute über die 130 Minuten gesehen? Ja, ich denke, man hat gesehen, dass das sehr viel Arbeit war. Ich hätte das Ding am liebsten schon früher klar gemacht, aber wenn es sein muss, dann machen wir es halt auch 120 oder Elfmeterschießen. Du durftest mit der SVE schon mal im DFB-Pokal spielen, damals gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt wiederholt sich das Ganze gegen St. Pauli. Frankie hat eben gesagt, ein attraktiver Gegner. Wie siehst du das Ganze? Ja, ich denke, man kann sich keinen besseren Gegner wünschen. Ne? Also zu Hause gegen Zweitligisten, überragend. Mit Fans wäre es noch schöner, aber freue ich mich. Ich habe Bock. Wie wichtig ist das jetzt, mit so einem Erfolgserlebnis in die bevorstehende Saison zu starten? Ja gut. Es ist schon, man kriegt wahrscheinlich schon nochmal einen Aufwind. Wir müssen jetzt halt gut regenerieren. Es ist noch ein Stück, bis die Saison losgeht, aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Wir können 120 Minuten laufen, haben wir gesehen. Ein paar Fehler noch einstellen. Aber ich denke, dass wir so gut in die Saison starten können. Danke, Sina. Schnelli, kaum bei der SVE schon Saarland-Pokalsieger. Das nennt man mal einen gelungenen Einstand, oder? Auf jeden Fall. Darf ich die Maske abnehmen oder soll ich sie aufhören? Nicht schlecht. Erstmal. Ja, auf jeden Fall. Gelungener Einstand. Wir haben zwar jetzt nicht so das beste Spiel gemacht, das wir abliefern konnten, aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt einen Pokal gewonnen. Das war das Wichtigste und ja, sind froh darüber. Du hast auf der Tribüne gesagt, wenn es wirklich ins Elfmeterschießen geht, dann fahre ich frühzeitig heim. Trotzdem hast du es dir noch angeschaut. Und es hat ja am Ende auch gut ausgesehen. Auf jeden Fall, da bin ich eigentlich nicht dafür gemacht.
geht mir sehr ans Herz sowas und wenn ich dann selbst nicht schießen kann. Und, aber die Jungs haben es gut gemacht und haben jetzt auch den Pokal gewonnen. Du hast im Vorfeld gesagt, Saarland-Pokalspiele bzw. allgemein Pokalspiele haben so einen ganz besonderen Reiz, ganz besonderen Flair. Hat sich das heute auch nochmal gezeigt im Spiel dann selbst? Ja, definitiv. Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen. Die erste Halbzeit war nicht so unsere Halbzeit. Dann in der zweiten Halbzeit bekommen wir das Gegentor und rennen dann hinterher und haben aber eine gute Moral bewiesen. Nochmal haben das Spiel gedreht und dann in der letzten Minute dann noch ein Gegentor bekommen, was ärgerlich ist. Es muss eigentlich ordentlich runterspielen dann. Dann geht es gar nicht in die Verlängerung, aber... Ja, das ist, wie gesagt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Homburg hat es gut gemacht, die hatten auch noch ein paar Chancen, vielleicht das Spiel zu drehen. Von daher, wir sind jetzt glücklich, dass wir den Pokal gewonnen haben. Du hast jetzt innerhalb von einer Woche 3 Saarland-Pokalspiele mit der Mannschaft miterleben dürfen. Welche Entwicklung bis heute zum Sieg hast du in den 3 Spielen gesehen? Ja, dass so die Abläufe schon langsam reinkommen, so von hinten nach vorne zu spielen. Klar, es fehlen immer noch Kleinigkeiten, dass wir noch mehr vors Tor kommen und auch stabiler stehen. Das ist eher erstmal das Wichtigste, dass wir stabil stehen und wenig Tore bekommen. Und aber ansonsten haben wir das jetzt ordentlich gemacht, die zweite Halbzeit, und da können wir jetzt drauf aufbauen für die Runde. Am Ende habt ihr euch selbst belohnt, nicht nur heute mit dem Saarland-Pokalsieg, sondern auch mit der DFB-Pokalteilnahme dann gegen den FC St. Pauli. Ist schon klasse los, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist DFB-Pokal, die erste Runde, wie gesagt, oder allgemein DFB-Pokal. Das sind immer so Bonbons für jeden Spieler, wenn man unterklassig spielt. Und das nehmen wir natürlich gerne mit. Freue ich auf das Highlight und Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Vielen lieben Dank.